Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021. Der Dennis spielt das. Wir stehen hier mit unserem ICE 3TD in Puttgarden, beziehungsweise stehen noch in einer Fähre. Und ja, dies ist ein Szenario von Zug Simfan, entwickelt und eingesprochen von Felix der Weise. Und ja. Wir werden jetzt einfach mal unseren Zug abfahrbereit machen und uns langsam aus der Fähre bewegen Richtung Puttgarner Hauptbahnhof. Und ja, ich wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Szenario. Leider gab es bei diesem Video ein unerwartetes Problem mit meinem Kommentar, weil ich ganz einfach vergessen habe, das richtige Ausgabegerät einzustellen. War einfach mein Fehler und ja, ich hoffe, es ist trotzdem schön. Ich werde immer mal wieder zwischendurch in den Videos nachsynchronisieren. Und ja, man kann leider nichts dagegen machen. Manche Sachen passieren einfach. Ich wünsche euch trotzdem sehr viel Spaß mit dem Video und ja. Ja, viel Spaß. Meine Damen und Herren, wir erreichen jetzt den Fährbahnhof Puttgarden, voraussichtlich am Gleise 3. Der Ausstieg in Puttgarden befindet sich auf der rechten Seite. In Puttgarden haben Sie Anschluss an die Regionalbahn in Richtung Lübeck über Fehmarnburg, Oldenburg. Abfahrt 19:15 Uhr am Gleis 2 gegenüber. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Puttgarden aus- und umsteigen und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Achten Sie beim Verlassen des Zuges bitte darauf, dass Sie keine Gegenstände zurücklassen.
Ja, da mal ein kurzer Blick in die Fähre rein mit schönen Autos von UPS, DHL und so weiter. Ja, aber wir müssen langsam abfahren, unseren Zug Richtung Lübeck bringen. Ja, ich finde es, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Szenario. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ein mehrteiliges Szenario, sollte ich vielleicht noch sagen. Und ja, schaut es euch an. Ich werde jetzt nicht das ganze Video kommentieren, weil da würde noch mal eine Stunde dauern, ungefähr. Und dafür habe ich jetzt einfach gerade mal die Zeit nicht. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich werde zwischendrin immer mal was sagen. Und ja, der nächste Halt ist dann Oldenburg Hauptbahnhof. Ja, welchen wir gegen 19:05 Uhr erreichen werden. Dann gibt es zwar einige Bahnhöfe, die wir durchfahren werden, sage ich jetzt mal dazu. Und der endgültige Halt findet dann, wie gesagt, in Lübeck Hauptbahnhof statt, den wir dann gegen 19:37 Uhr erreichen werden. Ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß beim Ansehen des Videos. Und ja, beim nächsten Video wird es auf jeden Fall dann wieder Live-Kommentar geben von mir. Ich habe das jetzt, wie gesagt, schon geändert und ja. Man steckt nicht drin, man hat andere Dinge im Kopf und dann denkt man da einfach nicht dran. Ja. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu sehr übel und ihr habt trotzdem viel Spaß dabei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle in Puttgarden zugestiegenen Fahrgäste im ICE 32 auf der Fahrt von Kopenhagen nach Hamburg Hauptbahnhof. Mit unterwegs halten in Oldenburg in Holstein und Lübeck Hauptbahnhof. Wir wünschen auch Ihnen eine angenehme AFB. Reise. Den Wagen der ersten Klasse mit der Ordnungsnummer 28 finden Sie am Ende des Zuges. Wir möchten Sie auch auf unseren gastronomischen Service im Zug aufmerksam machen. Im Wagen 27 zwischen der ersten und zweiten Klasse befindet sich unser Bordbistro. Dort erhalten Sie eine reichhaltige Auswahl an heißen und kalten Getränken sowie eine kleine Auswahl an heißen und kalten Speisen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist der Bahnhof Oldenburg in Holstein. Planmäßige Ankunft dort wird um 19:05 Uhr sein. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Sollten Sie Fragen haben, helfen mein Team und ich Ihnen gern weiter.
Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze werden wir den Bahnhof Oldenburg in Holstein erreichen. Der Ausstieg in Oldenburg befindet sich in Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die dort aus- und umsteigen und wünschen Ihnen einen angenehmen Abend. Achten Sie beim Verlassen des Zuges bitte darauf, dass Sie keine Gegenstände zurücklassen. Ja, ihr habt es gerade gehört von Felix der Weise. Als nächstes werden wir jetzt den Bahnhof Oldenburg Hauptbahnhof erreichen in Holstein und werden da dort einen kurzen Aufenthalt haben, bevor es dann weitergeht zu unserem letzten Halt Lübeck Hauptbahnhof. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch bisher gefallen und ja. Ich wünsche euch nun noch viel Spaß beim Rest des Videos. Ich werde mich kurz vor Lübeck dann auch nochmal melden und ja, hoffe, ihr habt Spaß.
So, lange dauert es nicht mehr bis Lübeck und ja. Langsam geht da auch die Sonne unter und es wird dunkel, weil wir haben ja auch schon, ne, gleich 7:30 durch. Ich weiß jetzt gar nicht, in welcher Jahreszeit dieses Szenario spielt. Aber da es da schon so früh dunkel wird, würde ich doch sagen, es befindet sich mindestens der Herbst. Wenn nicht sogar schon Winter, aber ich würde doch eher sagen Herbst, weil ja noch kein Schnee und nichts liegt. Ja, was soll ich noch sagen? Es ist ein wunderschönes Szenario. Allein der Anfang mit der Fähre ist einfach sensationell und habe ich persönlich noch nie erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist für mich das allererste Mal, dass ich ein Szenario wirklich in einer Fähre beginne und einen Zug aus der Fähre fahre. Ich kann euch sagen, denn der zweite Teil und dritte Teil wird genauso, wenn nicht sogar noch spannender. Es ist hier natürlich ein wenig ja, KI-Verkehr mäßig ist, gibt es hier nicht viel zu sehen, weil das dann von Puttgarden bis Lübeck dann doch ein wenig ja, überwiegend eingleisig ist. Und das ist mit dem KI-Verkehr natürlich sehr schwer, wenn nicht gar unmöglich, weil entgegenkommen kann einem natürlich nichts, ist logisch. Ja, was soll ich noch sagen? Ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem einigermaßen. Ich werde mich jetzt gleich nochmal ganz kurz in Lübeck melden und ja, bis gleich.
Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir Lübeck Hauptbahnhof, voraussichtlich am Gleis 9. Der Ausstieg in Lübeck befindet sich dann in Fahrtrichtung auf der linken Seite. In Lübeck Hauptbahnhof besteht Anschluss an den Regionalexpress in Richtung Hamburg, Abfahrt 19.43 Uhr am Gleis 7. An den Regionalexpress in Richtung Neubrandenburg 20.02 Uhr am Gleis 1. An die Regionalbahn nach Lübeck-Dravemünde-Strand 20.03 Uhr am Gleis 8 gegenüber. Sowie an den Regionalexpress in Richtung Kiel Hauptbahnhof 20.06 Uhr am Gleis 6. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Lübeck aus- und umsteigen und wünschen auch Ihnen noch einen angenehmen Abend. Bedachten Sie darauf, dass Sie beim Verlassen des Zuges keine persönlichen Gegenstände zurücklassen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend und würden uns freuen, Sie bald wieder als Fahrgäste im ICE begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. So, wir haben den Lübecker Hauptbahnhof erreicht, wie man sieht. Werden jetzt gleich auf das Einfahrtsgleis einfahren und oder in das Einfahrtsgleis einfahren, wo wir dann auf 60 km/h runtergebremst werden. Und ja, dort steht noch eine schöne 146 mit Dossus wartend. Beziehungsweise wir haben das Einfahrtsgleis schon erreicht und haben hier jetzt auch den Lübecker Hauptbahnhof erreicht. Pünktlich, wie ich finde, und ja, ich kann nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ich persönlich fand es ein sehr, sehr schönes Szenario, hat mir sehr gut gefallen.
Wie gesagt, entwickelt und eingesprochen von Felix der Weise. Ich glaube, ihr kennt ihn. Oder die einen oder anderen kennen ihn. Auch von YouTube. Macht sehr gute Szenarien, beziehungsweise sehr gute Videos, muss ich vor allem sagen. Ja. Was kann ich noch sagen? Werden hier noch natürlich weit bis vorne an den Bahnsteig ziehen, weil wir hatten schon mal dieses Phänomen an früheren Bahnsteigen, dass ich die Tür nicht aufmachen konnte. Aber hier hat es funktioniert, kann ich euch sagen. Und ja, werde mich jetzt gleich hier aus dem Zug begeben und mich ein wenig in Lübeck umschauen. So, ja, werden jetzt noch ein wenig warten, bis das... bis dieser Zeitbalken abgelaufen ist. Währenddessen kann ich mich jetzt schon mal endgültig von euch verabschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend, einen schönen Sonntag. Ich hoffe, es bleibt jetzt wirklich noch so schön sonnig, wie es heute ist, dass es auch morgen so wird, weil vom Sommer hatten wir dieses Jahr ja nun wirklich nicht viel. Der Herbst steht vor der Tür und ja, vielleicht kriegen wir ja noch einen goldenen Oktober. Wäre natürlich wunderschön. Wie dem auch sei, ich wünsche euch vor allem noch eine wunderschöne Woche. Kommt gut durch für diejenigen, die arbeiten müssen. Ja, ich hoffe, die Woche geht schnell vorbei. Ich für meinen Teil muss arbeiten. Für die Kids, die sich das hier anschauen, habt viel Spaß in der Schule. Lernt was. Lernt auch schön, auch wenn die sich das spießig anhört. Ja, was soll ich noch groß sagen? Passt auf euch auf, haltet die Ohren steif, bleibt mir treu. Ich hoffe, wir hören oder ihr hört und seht mich nächste Woche wieder. Ja, bleibt mir treu. Empfehlt mich gerne weiter. Empfehlt meinen Kanal vor allem gerne weiter. Jeder Abonnent zählt. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder zum zweiten Teil, den wir dann in Lübeck fortsetzen, Richtung Hamburg, Hauptbahnhof. Ja, und es hat Spaß gemacht mit euch, sehr gut gemacht. Sie sind in Lübeck Hauptbahnhof angekommen. Im zweiten Teil können Sie dann die Fahrt weiter von Lübeck nach Hamburg Hauptbahnhof fortsetzen. Sie haben dieses Szenario erfolgreich abgeschlossen. Ja, das hört man gerne. Ja, ich sag dann jetzt ciao, servus und tschüss, bis zur nächsten Woche und ja, macht's gut, euer der Denny Spieters, passt auf euch auf, ciao, servus und tschüss.